Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jalopy. Ja, Folge 5. Jetzt Folge 5. Ich bin ein bisschen verwirrt. Wir sind an der Grenze von Jugoslawien, in der südlichen. Und ja, wir setzen uns Reise fort. Ich wollte allerdings, weil Geldprobleme und Geldmangel und so, würde ich jetzt nochmal klopfen gehen. Das ist unser Zimmer. Hier geht niemand ran. Würde nochmal klopfen gehen, weil man kann ja nie sicher sein, ob man nicht doch mal Geld benötigt. Bitte gehen wir ihm anders auf die Nerven. Also wir sonst schlafen. Also, okay, leider nicht. Hätte funktionieren können. Ja. Ja. Paar Updates zu Minecraft Space. Ja, wir denken, es dauert nur noch eine Woche oder so. Es ist fast fertig. Allerdings konnten wir heute nicht dran arbeiten. 0 von 3. 1 von 3. 1 von 3. Deswegen. Ja, aber keine Sorge, es kommt in naher Zukunft. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Naja, Route, Karte, dies, das, Ananas. Wir sind in Bulgarien. Okay. Nicht Ungarn, Bulgarien. Ja, ich verwechsel die Flaggen immer. Bulgarien. Okay. Welche Strecke nehmen wir? Ich würde sagen, nehmt Strecke 1. Ist am kürzesten, ist eine gute Straße. Sonst würde ich, also wenn die Straße hier gut wäre, würde ich natürlich Strecke 3 nehmen. Aber weil einfach die Straße gut ist anscheinend. Ja, und am kürzesten ist Tankstelle, brauchen wir, denke ich, nicht unbedingt. Deswegen nehmen wir Strecke 1. Somit ist auch immerhin Sonne. Und wir sollten wirklich mal das Auto reparieren. Aber wir haben kein Geld. Wo ist denn der Laden? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte noch mal zum Shop. Boah, driften mit dem Trabi. Ist die Grenze? Kann ich gleich mal gucken, was verboten ist. Weil ich will es jetzt doch mal probieren, wie es ist mit dem Schmuggeln. Macht es nicht in echt. Ist nicht gut. Aber es ist ein Simulator. Dafür ist es ja da. Super. Stoffe. Das war nicht so ganz schlau. Wir kommen wieder hoch. Anscheinend. Okay. Ja, alles gut. Reifenflickzeug oder so würde ich kaufen. Oder ich ändere einfach, wechsle einfach die Reifen. Weiß gar nicht, wie man das mit den Dings macht. Mit den. Na, wie heißt mit den Scheiben? Da habe ich natürlich keine Ahnung. Die würde ich ja gerne mal. Boah, alles kaputt. 29%, selbst wieder kein Öl. Da würde ich ja gerne die Scheiben mal reparieren wollen, weil sieht schöner aus. Generell, das Auto ist ja nicht gerade im Geistzustand. Können wir ja gleich mal waschen. So, oder sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus? So, ich meine, ich könnte auch die Tür grün machen, aber ich finde, das hat so
So ein, weiß ich nicht, so ein. Es hat was. Es hat halt was mit einer roten Tür. Okay, in Real Life vielleicht nicht, aber. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, in Real Life ein Trabi mit einer roten Tür, in grün. Ah, weiß ich nicht, es passt halt einfach zu dem Spiel. Deswegen will ich das auch nicht. Was hatte ich da jetzt? Ändern. Der klappt doch gut. Jetzt sieht das Auto sehr viel frischer aus. Ja, gut, die Reifen muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. So, lasse ich hier. Weil ich bin ja nicht so einer, der sowas mitgehen lässt. Eine Batterie haben wir da zum Notfall. Ja, Brieftasche müsste ich mitnehmen. So, es ist Tag. Was? Schon Mittag? Ich mag nämlich nicht so bei Nacht fahren. Ich mag es eher bei Tag. Also Stoff ist. Okay, dann nehme ich mal 2 Stück mit. Nochmal eine Flasche Öl. So, haben wir alles Reifen. Benzinkanister würde ich nochmal mitnehmen. Weil wir haben nur größere Themen. Weiß ich nicht, braucht jetzt, denke ich erstmal nicht. Also wir merken schon, wir sind bei 95 Mark. Was, ehrlich zu sein, schlecht ist, weil wir sind unter den 100. So. Den fahren lasse ich hier, das Öl kippe ich ins Auto. Optimale Ölmischung. Kann ich die Dings eigentlich auch hier lassen? Das betanke ich. So, haben wir einen vollen Benzintank, weil es alles schief geht. Beziehungsweise haben wir noch einen zweiten vollen Benzintank. Natürlich wieder unsere Stapelkunst. Wart. Ach komm, die Zündspule können wir hier lassen. Ehrlich gesagt gibt's auch nichts. Die Farbe können wir nicht verkaufen. Die ist auch leer. Komischerweise. Wäre das hier noch irgendwie. Naja. Das rein. Das. Keine Ahnung. Ja. Ha. Okay. Ja, mal gucken. Ich habe gar nichts in der Hand. Ist nur eine optische Täuschung. Ich habe gar nichts in der Hand. Nein, nein, nein. Nichts Verbotenes. Siehst du? Darfst nicht so viel Kaffee trinken. So. Ja. War eigentlich einfach. Okay, mal gucken, ob sich das lohnt. Zeigen wir aber trotzdem noch mal an. Um das jetzt im Coverraum zu tun, weil das jetzt nicht die ganze Fahrt über in der Hand behalten. So. Gut, dann geht unsere Reise weiter nach durch Bulgarien.
Tankhammer, Batteriehammer. Reifen, solange keine Erhebung kommen, ist nicht schlimm. Haben wir sonst noch was vergessen? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich haben wir alles. Tatsächlich. Ich fühle mich vorbereitet. Aber das ist meistens vielleicht auch gar nicht so gut. Denn wer weiß, was dann ist. Nicht, dass genau dann wir was vergessen haben. Aber der Wagen läuft mit guten 59 Gamma. Und jetzt kommen wir in den Fichten. Ich war noch nie in Bulgarien. Ich weiß nicht, ob das dort wirklich so aussieht. Ich denke jetzt ehrlich gesagt eher mal nicht, aber keine Ahnung. Sieh an, unsere kleine Leica wird C sein müssen. Oh Gott, ja, wäre ganz schön. Okay, ich nehme alles zurück mit den Erhebungen. Aber solange der fährt, ist mir egal. Unsere kleine Leica wird C sein müssen, um dieses Gelände zu. Oder um durch dieses Gelände zu kommen. Ich stelle mir vor, wir hätten kaputte Straßen genommen. Wird halt schon gruselig bei Nacht. Deswegen lasse ich immer das Radio an. Deswegen fahre ich auch immer gerne bei Tag. Aber okay. Komischerweise wird es ja schneller dunkel als hell. Als wieder hell. Aber das ist ja kein Jumpscare-Spiel, das ist ja eigentlich bloß ein normaler, sag mal, Trabi-Simulator. Ihr müsst keine Angst haben, es gibt ja keine Jumpscares. Jedenfalls nicht welche von denen die ich wüsste. Also solange der mit 20 km/h hier hochfährt. Kommen langsam aber sicher an und das ist die Hauptsache. Und ihr so? Was macht ihr so dieses Wochenende? Na gut, ihr seht das wahrscheinlich erst morgen. Oder? Dann frage ich mal so, was habt ihr dieses Wochenende gemacht? Und das ist das, was ich befürchtet habe. Dies ist jetzt schlecht. Dies ist jetzt schlecht. Das ist jetzt ganz, ganz blöd. Aber zum Glück haben wir Ersatzreifen. Boah. Okay. Mach mal den Motor aus. Tatsächlich müssen wir doch. Nein, mach's gerade weg. Okay, wir müssen tatsächlich doch einen Reifen wechseln. Weil wir kein Flickzeug mehr haben. Welches wir aber anscheinend auch nicht benötigen. Alter, stimmt. Das ist, also das. Ich hatte wirklich Sorgen, weil wir ja kein Flickzeug hatten. Dass wir das überhaupt schaffen, aber wir haben ja zum Glück noch komplett instand. Reifen. Das ist der hintere. 1 von 3, okay, das reicht. 0 von 3. 0 von 3. Ist ja, glaube ich, auch kaputt. Ne? Ist erstmal egal. Das ist erstmal egal. Hauptsache, der kommt weiter. Ich habe bisher nur einen Platzen gehört. Okay, ich nehme einfach Abkürzung. Ich hoffe, das geht gut. Aha, natürlich. Jetzt sind wir wieder auf Achse. Siehst du, so löst man Probleme. So löst man nur Probleme, Onkel Lütfi. Da wird nichts zurückgelassen. Außer der Reifen.
Der kaputte Reifen. Ja, und jetzt geht's bergab, zum Glück. Gott, bremsen. Aha. Ansonsten kann das Ding driften? Ich glaube nicht. Aber es wäre cool, oder? Es gibt doch bestimmt Leute, die damit driften können. Es gibt Leute, die mit einem Smart driften können. Also, bitte. Manche Leute können halt eben die verrücktesten Sachen machen. Boah. 80, oh Gott. Okay, nichts passiert. Das war die geilste Kurve, die ich je genommen habe mit 80. Die wären alle nicht mehr so geil. Das Problem ist, teilweise ist ja diese Physik hier auch so, dass bei einem Millimeter Anstieg schon das gleich schwierig sein kann. Deswegen muss man einfach den Sprung einfach nehmen. Aber wir sind da. Nee. Maiko Torno. Torno? Wenn ich schon über ein zähes Auto denke, lass uns über die Verbesserung reden, die du erwerben kannst. Verbesserungen sind teuer, aber permanente Ergänzungen zu deiner Leica. Das stimmt, und da ist ein Gebäude, was irgendwie so... Ist wahrscheinlich ein interessantes Gebäude, was ich nicht kenne. War noch niemals 40. Achso, das waren 60. 80 sind da. Oh, Paket. Paket, Paket, Paket. Tut mir leid. Hier muss ich jetzt anhalten. Das kriege ich wahrscheinlich wieder nicht so rein, deswegen muss ich die jetzt schon aufmachen. Eine Weinflasche. 33. Ja, du, dann lasse ich aber safe den Stoff hier. Eine Weinflasche. 33 Mal. Kann ich nicht zurücklassen. Ich wusste gar nicht, dass eine einzelne Weinflasche in so einer kleinen Kiste liegen kann. Aber du, die kann ich nicht zurücklassen. Gute Weinflasche. 33 Mark. Also damit machen wir Profit. Ich glaube tatsächlich, du machst ja am meisten Profit einfach mit diesen Dingen, die du hier findest. Aber 33 Mark, das ist schon was anderes. Vorne ist ein Schild. Ich habe das Gefühl, wir haben es gleich geschafft. 70 steht da. Ich bin jetzt nochmal. Wie heißt der Wort? Wort? Das Wort? Ich kann nicht reden. Deutsch. Oh Gott, jetzt ist es bei uns. Ich hoffe, es kommt kein Anstieg. Maiko Tarnovo. Maiko Tarnovo. Ja? Wo lang? Ja, lass mich bitte. Es ist mir egal. Ich muss den Reifen wechseln. Bitte sag hier, also wenn wir jetzt hier lang fahren. Kommen wir denn da lang? Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Weil ich hier, wenn wir den Weg fahren, weiß ich wenigstens, dass es auch zur Stadt geht. Also so langsam wird es jetzt kritisch. Wir haben 2 von 2 Ersatzreifen jetzt aufgebaut. Nein, du sollst es nicht wieder festdrehen. Jetzt den anderen Weg. Auch wenn ich den anderen Weg noch nie gefahren bin. Und ich hoffe, weil es gab damals auch. Komme ich hier überhaupt hoch? Bewege ich mich?
einfach 100 Lumpen drin. Es damals ja auch mal manchmal so Wege gab. Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache. Wo. Alter, 110. Wo man halt dann komplett den Weg zurückfahren musste. Und das hab ich im nicht im Tank. Das hab ich nicht im Reifen. Und wenn es so weitergeht, ich schiebe jetzt. Aber ich schiebe nicht auf die Art. Ich schiebe auf die Art. Ich lauf das jetzt ab. Nö, ist mir egal. Geht's halt richtig weit rum, oder? Aber ich weiß, dass das Ding Frontantriebler ist. Weshalb ich jetzt auch den Trick 17 mache und versuche, ob das Spiel so programmiert ist, dass es tatsächlich eine Balance zwischen Vorder- und Heckradantrieb hat und setzt den kaputten Reifen nach hinten und den intakten Reifen nach vorne. In der Realität wäre jetzt eigentlich das Problem, ich sag mal, nicht gelöst, aber besser gelöst als wir davor, würde ich jetzt meinen. Allerdings. Ja. Weiß ich ja nicht, wie das in den Spielen verläuft. Ah. Okay, mal so hätte man es natürlich auch gleich machen können. Ja. Problem gelöst. Ja, wenn mein Auto natürlich jetzt auch nach vorne fahren würde. Okay, dann halt nicht. Dann fahren wir jetzt rückwärts. Wenn dann wieder ein Berg kommt, machen wir einfach Pro-Move. Wir wechseln einfach wieder eine Reifen. So, liebe Kinder, löst man Probleme. Ich glaube nicht, dass dies in der Realität so abgearbeitet werden kann. Aber in Jalopy geht's immerhin. Und alles andere ist mir genau genommen egal. Und jetzt haben wir ein bisschen die Straße verfehlt. Stecken jetzt hoffentlich nicht fest. Alter, das ist keine Anhebung. Das ist bergab. Also den Weg merke ich mir. Hier wären wir jetzt rausgekommen. Jetzt sind wir hier rausgekommen. Jetzt drehen wir uns. Weil wieso dann auch nicht? Ich weiß, dass das Auto sich freut. Aber du brauchst dich nicht drehen. Ja, park rückwärts ein. Ist mir egal. Aber ich will weg von dem Auto. Ey. Ich hätte tatsächlich, ehrlich gesagt, wirklich nicht geglaubt, dass wir hier noch ankommen. Aber tatsächlich sind wir angekommen. Alter. Wir sind einfach angekommen. Ohne zu resetten. Allein schon das ist Erfolg genug. Aber ich glaube und ich hoffe, dass die nächsten Orte nicht so schwierig werden. Das ist ja schon ein Akt, ey. Vor allem diesmal ist es ist ja nicht
Nicht mal so. Wo ist denn der Shop? Oh, es ist ja nicht mal so, dass wir uns hätten irgendwie vor. Na ja, gut, wir hätten uns vorbereiten können, ja. 52 Mark. Ich hätte, müsste das Auto mitnehmen. Oder jedenfalls das, was ich verkaufen will. Okay, ich muss anscheinend doch mehrmals laufen, weil ich will das Auto nicht hier runter. Das Auto kriege ich halt nie wieder hier hoch. Wenn es einmal hier unten ist, dann bleibt das auch hier unten. Ganz ehrlich. Wenn das Auto einmal hier unten ist. Das Auto einmal hier unten ist. Es bleibt immer hier unten. Das geht nie mehr hier hoch. Das schafft es einfach nicht. Ich meine, okay, der Trabi hat noch 20 PS. Aber, ey, komm. Das, was wir jetzt hatten, okay, das ist vielleicht schon eine schwierigere Steigung. Aber das, was wir vorhin hatten, war keine Steigung. Es war ein Pixel von Steigung. Dann lesen wir noch den Brief. Wir können ja auch mal durch Hotelgäste vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen, aber die geben ja nichts mehr. Die haben alle aus ihren Fehlern gelernt. Die haben alle gelernt, dass wir nicht die Bedienung sind. Sondern nur irgendwelche kleinen Kinder, die oder dass diese Spieler einfach irgendein frecher Junge ist, der einfach an jedes Hotelzimmer klopft. Die haben aus ihren Fehlern gelernt. Das ist einfach schon allein davon. Und bitte, fügt ein, auch wenn es spät ist und das Spiel sowieso alt ist und nie mehr Updates bekommt. Aber bitte, patcht Rennen ein. Das macht das Spiel so viel erträglicher. Scheiß auf Verkaufswert 1, Alter. Lassen wir hier liegen. Schenken wir der Dame. Die arbeitet. Braucht's vielleicht für ihr ähnlich vorhandenes Auto. Ehrlich gesagt, wollte ich den aber trotzdem gerne mitnehmen. Wo ist eigentlich unsere Brechstange? Ne? Wir haben einfach unsere Brechstange verloren. Okay. Akku hatten wir noch 17 und hier 100. Komm, bauen die ein, haben wir keinen Stress mehr. Hier, bam, Zimmer habe ich schon bezahlt. Naja, dann lesen wir noch mal den Brief. Sehr geehrte Lütfi, ich schreibe dir, um dich über das Ableben von Hassan zu informieren. Ich lege die Hoffnung, dass jetzt, wo diese schreckliche Mauer gefallen ist, meine Briefe dich vielleicht erreichen. Falls sie es tun, möchte ich Hassans Asche schicken. Du weißt, er wollte nie wirklich hierher reisen und es war sein Sterbenswunsch, zu Hause in der Türkei zur Ruhe gelegt zu werden. Und bitte, du wirst wie den grausamen Schmerz einer Mutter über den Verlust ihres Kindes spüren. Eine Lebenszeit mag an uns vorbeigezogen sein, aber sobald... Oh, das ist so schwierig zu lesen, warum kann man nicht ranzoomen? Du diese Aufgabe bewältigt hast, bitte ich dich, mein Kind dazu zu bewegen, in den Westen zu reisen, um seine schmerzgefüllte Mutter zu sehen. Büßen. Also ist anscheinend dieser Hassan, der eine Sohn,
auch gestorben oder ja, gestorben. Das ist sad. Ja, ich würde sagen, das war's für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Woche und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.